Wie Sie sehen, wir haben in der letzten Stunde ein bisschen mehr als eine Stunde intensiv mit der Photovoltaikbranche uns ausgetauscht und gemeinsam mit der Photovoltaikbranche, aber auch anderen Akteuren der E-Control, der Energieagentur über den Stand unserer Bemühungen beim Sonnenkraftausbau gesprochen. Und es war tatsächlich ein extrem positiver Termin, denn die Leistung der vergangenen Jahre kann sich sehen lassen, kann sich wirklich sehen lassen. 2022 haben wir erstmals in Österreich die Gigawatt-Schallmauer beim Photovoltaikausbau durchbrochen und im vorigen Jahr haben wir nochmals deutlich zugelegt und den Rekord gleich mehr als verdoppelt. Damit man sich etwas darunter vorstellen kann, allein die Anlagen, die wir 2023 gefördert haben, können künftig so viel Strom produzieren, um über 800.000 Haushalte zu versorgen. Wir können auf dieses Tempo wirklich, wirklich stolz sein und dafür möchte ich mich heute auch insbesondere bei der Branche, die all diese Anlagen auf die Dächer gebracht hat, auf die Gebäude gebracht hat, wirklich sehr, sehr herzlich bedanken. Denn der Ausbau der Photovoltaik, das ist ja kein Selbstzweck. Jede einzelne Photovoltaikanlage, die wir machen, die wir auf unsere Dächer schrauben, die schützt das Klima. Jedes Sonnenkraftwerk ersetzt dreckigen Strom aus Erdgas. Mit jedem Sonnenkraftwerk gewinnen wir Unabhängigkeit, gewinnen wir saubere Luft, gewinnen wir auch geringere Energiekosten. Und es ist wirklich beeindruckend, dass wir heute hier stehen können und sagen können, wir liegen beim Sonnenkraftausbau nicht nur im Plan, wir liegen über dem Plan. Klar ist, wir wollen bis 2030 unser Land vollständig mit grünem Strom versorgen. Das heißt, wir müssen und wir wollen da auch genauso dranbleiben. Deshalb haben wir das Fördersystem für 2024 auch angepasst, damit die Förderung einfacher und unbürokratischer wird, haben wir die Umsatzsteuer auf kleinere private Anlagen auf null gesenkt. Das heißt, seit 1. Jänner braucht es für eine klassische private Anlage überhaupt keinen Förderantrag mehr. Es gilt die Devise null Umsatzsteuer, null Bürokratie. Das macht das Verfahren deutlich einfacher. Sie gehen einfach zum Elektriker, zur Elektrikerin oder zum Installateur Ihres Vertrauens und bekommen die Anlage über den Wegfall der Umsatzsteuer automatisch gefördert. Und es freut mich sehr, dass die Branche heute berichtet hat, dass diese Umsetzung jetzt auch gut anläuft. Ich will dann gar nicht zu viel vorgreifen. Der Herr Leb wird dann auch berichten aus der Praxis. Das kann er sicher deutlich besser als ich aus der Praxis erklären. Ich bin jedenfalls froh, dass wir diese langjährige Forderung der Branche, nämlich die Umsatzsteuerbefreiung von nun erfüllen können und tatsächlich das System auch so anläuft. Wie geht's jetzt weiter? Es gibt natürlich zu Recht Stimmen, die fragen, wie wir überprüfen, dass diese neue Form der Förderung, also die Umsatzsteuersenkung, auch bei den Kundinnen und Kunden ankommt. Deshalb haben wir die Energieagentur beauftragt, in den kommenden Monaten auch eine Marktbeobachtung durchzuführen. Dabei wird die laufende Preisentwicklung von kleinen Sonnenkraftwerken zum Beispiel durch die Einholung von Angeboten, Telefonbefragungen von Firmen, durch Rechnungsvergleiche auch mit bestehenden Daten erhoben. So sehen wir genau, wie sich die Preise auch am PV-Markt entwickeln. Ich sage das auch hier sehr deutlich. Ich sage das explizit nicht, weil ich glaube, die Branche leistet hier nicht ihren Beitrag. Ich weiß, dass ganz viele engagierte Betriebe in den letzten Jahren wirklich mit vollem Einsatz am Ausbau der Photovoltaik gearbeitet haben. Aber es ist klar, das System der Förderung ist nur dann gut, wenn die Weitergabe wirklich funktioniert und wenn die Menschen auch Vertrauen drin haben, dass sie funktioniert, wenn sich die Menschen darauf verlassen können. Das motiviert, das stärkt das Vertrauen und darum bin ich überzeugt, dass die Marktbeobachtung der Energieagentur auch für die Sonnenstrombranche eine Bestätigung der guten Arbeit sein wird. Aber die startet jetzt, um das System auch gut zu begleiten.